singen, musizieren, Freude. Für die Kinder sich sehr wohl fühlen. Herzliches Lachen und große Fantasie. Kreativ, modern und lustig. 40 Jahre, schöne Zeiten. Frau Direktorin, wie lange gibt es eigentlich Musikklassen? Boah, schon sehr lang, 40 Jahre lang, das Schule. Gibt es für den ein Video? Ein Video? Nein, ich zeige euch was, gibt's. Bevor wir jetzt anfangen, bitte diese ganzen komischen Drehteile mal weggeben. Du auch bitte. Du. Wolltest du was von deiner geben? Danke. So, setz dich bitte nieder. Also, heute singen wir wieder unseren berühmten Hit, den aktuellen Nummer 1 auf dem Radio. Holzbühne durchgetreten und mein Fuß ist unten gesteckt im Holz. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber das war schon sehr lustig. Ich möchte, dass alle Schüler, die zu uns kommen,
total gern in die Schule gegangen. Eine tolle Institution und schöne Zeiten. Lustig waren immer die Schulskikurse, Sportwochen, Wienwochen. Lernen, Spaß und Singen. Eine Reise nach Graz zum Bundesjugendsinger. Klassengemeinschaft, gute Freunde. Das Abschlusskonzert, Mac. Vielseitig, kreativ. Blasmusik. Schulband. Bockbrettel spielen und die Singer im Gesamtchor. Direktorin war die Mittelschule eigentlich früher einmal die Hauptschule. Ja, du hast recht. Die Hauptschule, da habe ich angefangen und jetzt sind wir in der Mittelschule gelandet. Gibt es eigentlich aus der Zeit noch was? Ja, natürlich. Schaut's her. Gitarre lernen, um meine Musikalität auszuleben. Weil ich auch schon im Vorhinein sehr viel Gutes von der Schule auch gehört habe. Ich wollte immer singen, das war immer mein Traum. Für mich war das einfach so gut, dass ich mein Hobby auch in der Schule ausleben kann. Mein Papa ist zur Schule gegangen. Ja, meiner auch. Nein, das war ja in den 90er Jahren. Ich glaube, da kann ich euch noch was zeigen. Yes.
Bau. Das war eine große Herausforderung und das ist uns allen zusammen gut gelungen. MEC-Feste im Schulhof, da haben die MEC-Gruppen mit den Eltern, mit den Lehrern gesungen, gespielt, getanzt und das war eigentlich immer eine rechte Gaude. An meinen Klassenvorstand, an den Gerold Fingerlos und an die Martina Plätzlberger, mit denen war es immer eine Gaude. Auf den Herrn Sprecker und auf die Frau Antonia Kuba. Ich würde sagen, auf den Ofen Robert, bei dem habe ich Harmonika gehabt und Schulmusik. Das hat mir eigentlich immer am besten getaugt. Der Reinhard Hohmeier und der Hans Hauser. Der Hans Hauser war mein Klassenvorstand. Und mit dem darf ich heute noch musizieren. Am besten natürlich auf meinen Klassenvorstand, das war der Herr Dippler. Ja, wer sind doch wohl? Da sind wir ja nie herum. Ja, wenn wir irgendwas noch vom Musikschwerpunkt finden, den wir da angefangen haben, dann ist das da. Das peinlichste war der Bandeltanz. Wir haben es eigentlich nicht mehr erkennen, aber der Bandeltanz hat mich dann verwirrt und das hat sich dann verarscht bei der Aufführung und das war das peinlichste, was der passiert ist. Und das war auch schön. Gute Schule, wo eben auch Musik ganz groß geschrieben wird. Volkstanz, Flötenspiel mit der ganzen Klasse. Grüß Gott, Herr Fachlehrer! Guten Morgen, liebe Schüler, setzen! So, Notenschule heraus, die goldene Blockflötenschule bitte, hat jeder bekommen. Seite 7, wir spielen den aktuellsten Hit, Take on Me, von AHA. Ich bin dann praktisch mein ganzes Berufsleben an der Hauptschule gewesen und wie ich dann 50 Jahre alt war, ist mein Vorgänger, der Michael Eigner, in Pension gegangen. Danke, danke, das wird ja schon ganz gut, das gefällt mir, ihr habt geübt. So, jetzt etwas schneller.